So, jetzt will ich tatsächlich einfach mal hier hoch. Das hier ergibt eine kräftige Farbe. So, hier noch ein Lagerfeuer. Der eine Nanometer war jetzt echt... Na egal. So, jetzt stehe ich natürlich direkt schon vor dem... Okay. Sollte ich ja von hier aus hinkommen? Upsala. Ich bin anscheinend bei der Funkbarke, die mein Fokus entdeckt hat. Das Signal kommt von hinter den Trümmern dort. Ob ich dorthin komme? Schreiber. Nur ein Triebwerk. Gebirgiges Gelände. Und tatsächlich gelandet. Wie hast du das geschafft? Du hast uns gerettet. Ja. Aber jetzt. Noch 4 Stunden, bis der Schimmerer hier ist. Ich hätte uns heute schnell sterben lassen sollen. Jetzt sitzen wir alle zu beleidigt und warten auf das Ende. Es muss schrecklich sein. Nur auf das Eintreffen der Kriegsmaschinen zu warten. Kann ich da hoch? Er sendet noch eine Funkbacke auf derselben Frequenz. Da kann ich hoch, da kann ich hoch, da komme ich nicht hoch. Ach, die Ratte da vorne. Okay. Okay, das haben wir. Das ist die Basis. Das ist die Werkstatt. Wir werden jetzt hier hochgehen und dann das da unten noch mitnehmen. Das heißt, wir fangen da an. Wenn du schon an mir vorbeiläufst, nehme ich dich natürlich mit. So, Sackgasse, okay. Für irgendwen ist das sicher eine Geheimzutat. Natürlich leben die auch wieder. Hinten explodiert die ganze Zeit irgendwas.
offensichtlich. Und halt so. Ich höre hier die Explosion. Das ist halt nicht angenehmer gerade. Aber ich sehe kein blaues Licht von Maschinen. Da ist der Schnee. Es kommt von hinten. Achso, hier komme ich nur wieder zur Bar. Also jetzt muss ich echt außen rumlaufen? Nee, das ist doch Quatsch. Nee, warte mal. Ich kann doch das Lagerfeuer daneben. Warte mal, dann machen wir das doch folgendermaßen. Dann gehen wir jetzt einfach. Machen wir das doch. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Genau, hier einfach geradeaus. Aber dann können wir. Das müsste ja eine Dingens sein. Das war hier ein Lagerfeuer. 40 Meter. Ach, da oben drauf, okay. Das wollte ich haben, danke. Und dann machen wir eine Schnellreise. Kann ich da schon hinreisen? Habe ich das schon? Ne, den habe ich noch nicht, aber die hier habe ich. Ja. So. Okay, dann kommen wir doch zuerst in den Dingen vorbei, was ja nicht schlimm ist. Lagerfeuer und dann nördlich, da ist die Dingens. Pauli. Wenn ich hier dann gehe, komme ich zum Jagdgebiet. Das ist mir allerdings komplett egal. Jagdgebiet habe ich beim letzten Mal auch nicht gemacht. Böse, ne? Aber ich bin falsch abgewogen. Ah, hier sind wir das letzte Mal lang gelaufen, als wir. Ja, okay, alles klar, davon ist das Lagerfeuer. Ein Hippo. Was zur Hölle seid ihr bitte? Nee, nicht der Rotox. Den will ich gar nicht haben. Der ist mir egal. Das ist ein Trapwire und da hinten wird gekämpft. Um die Daten zu reparieren. Thank you.
Na, ja, geht's euch gut. Also man hat hier tatsächlich auch ab und an einfach mal so Jäger zwischendrin. Das ist irgendwie witzig. Man muss vorbereitet sein. Okay, jetzt stehe ich natürlich vor den Ruinen. Dann machen wir jetzt erst die Ruinen hier. Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht liegt hier etwas Nützliches herum. Ich sollte mal da reinschauen. Eine alte Lore. Ob sie sich noch bewegen lässt? Okay, was ist hier drin? Explosions. Interessant. Das könnte... Danke nochmal. T0. Datenbestätigung minimal von Daniel Vargas. Danke nochmal, Daniel. Danke nochmal, dass du meine Pflanzen gießt, während ich weg bin. Nicht jeder kann nachvollziehen, dass ich das nicht die Bots machen lasse. Die Station zu putzen und wieder aufzufüllen ist das eine, aber wie du ja selbst sagst, die Lebenden sollten von den Lebenden versorgt werden. Ich habe den Zugangscode auf das Jahr eingestellt, in dem die Station gebaut wurde. Oh, und bitte lass meinen Drachenbaum nicht zu lange in der prallen Sonne stehen. Helfen. Okay. Das Jahr geändert, in dem die Station gebaut wurde. Steht hier noch irgendwo... Ah, 1623. Danke. So. Okay. So. Wofür ist dieser Schalter da? Der Schalter kontrolliert die Schienen. Ich müsste sie jetzt ja dann gerade ausfahren, ne? Ja, perfekt. In dem Raum ist irgendein Relikt. Aber wie kommt man da rein? What? Ah, jetzt hat's funktioniert. Ein Schlüsselmodul. So, und jetzt muss ich da irgendwie rüberkommen. Oh, okay, ich verstehe.
auf. Dann mal los. Man braucht einen Code. Vielleicht gibt es hier was Nützliches. 23. Nein. Auch nicht. Okay. Ich hätte es gesagt. Okay. Die Dat. Wie lange bist du noch bei uns? Das Baujahr der Anlage zu wissen, ist zwar keine Einstellungsvoraussetzung für jemanden in deiner Position, aber hast du sie dir mal von außen angeguckt? Es ist schwer zu übersehen. Jetzt sieh dir mal ein paar Minuten das Gebäude an. Historisches Wahrzeichen gilt. Könnten nützlich sein. Ja, ich weiß. Ich habe das ja auch schon gesehen. Hoppala. Hier draußen dran, aber da stand doch 1623, oder nicht? Eins, sechs, zwei, drei. Noch irgendwo irgendwas übersehen. Ne? Nur das hier. Und da steht 1623. 19. Oh Gott. Die 6 ist. Okay. Ja, logisch. Alles klar. Die Halterung oben ist abgegangen. Oh, warte. Okay. Ja, also. Mhm. Stopp. Okay, hä? What the fuck? Und warum? Jetzt hat's funktioniert. Okay. Wohin jetzt? Erstmal machen wir hier Kabum. Weg damit. Ah, okay. Und jetzt können wir mit der Lore hier rein. Was hier unten? Nö, ne? Nö. Wo ist denn bitte... Wo habe ich Aggro? Ich meine, durch die Explosion irgendwo, aber hä? Bewegen wir das Ding. Nicht. Wieder hinten wahrscheinlich, wa? Ich hab's auch ein bisschen sehr weit übertrieben. Okay. Die Schienen sind auf die Kurve ausgerichtet. Ist einfacher. So. Das Ding muss hier rüber. Das
müssen wir mit Absicht ganz kurz mal hier los. Ah ja. Grünglanz. Ja? Ich Glückspilz. Okay. Geschafft. Noch eins dieser Relikte. Ich behalte das erstmal. Ich. Wochenendausflug. Als wir diesen Wochenendausflug geplant haben, um Carlos' Beförderung zu feiern, weißt du, was ich mir da vorgestellt habe? Wie ich unter der Kuppel am Pool liege und beim angenehmen Temperaturen und überteuerte Drinks aus schönen Gläsern schlürfe. Stattdessen schwitze ich hier meine Seidenbluse durch und suche nach einem guten Platz für diese Kugel. Während Alisa und Carlos den Tourleiter ablenken und Tom und Amir ihr 1000 Holosafes draußen machen. Aber weißt du was? Das ist absolut wert, denn keiner verarscht die goldene Tukane. Überleg später, was ich damit mache. Okay, Fähigkeiten. Zack. Schwerlastträger. Unterprogramme überbrücken. Okay, nehmen wir die Maschinengesundheit mit. Maschinenelement plus, okay. Stachelwerfer. Oh. Okay. Gut. Drüben ist noch eine Kiste, ne? Das überhaupt? Nein, okay. Okay, ja, dann hält sie sich allerdings nicht so einfach fest. Ups. Ich versuche mal immer einen Winkel dagegen zu springen. Ja, danke. Nein. Ja. Wow, hat sich voll gelohnt. Okay, das war's. Schon wieder die WLAN-Verbindung verloren. Was ist denn nicht richtig mit dir? Ich könnte mich noch umsehen, bevor ich losziehe. Vielleicht ist hier noch was. Einfach eine komplette alte Siedlung, ne? Hm. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier. Okay, das heißt, theoretisch wäre es sinnvoller. Oh, da ist sogar noch eine Rebellen-Außenposten. Ist hier. Feuerdornrücken. Man könnte es Areal-Rebellenposten. Okay, ich werde bis zu dem Ding hingehen und dann drehe ich um und mache hier oben weiter.
Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Okay. Das ist genau jetzt den Weg und dann muss ich jetzt, kann ich jetzt hier gleich ja schon mal gucken, dass ich hier rechts noch irgendwo reinkomme. Holy Mother Lord. Oh, fucking hell. Ich mich gerade erschrocken. Oh, das sind diese Raptoren, ne? Kein Schreiter, ja. Theoretisch eine reitbare Maschine. Hm? Wie, das kehrt dich nicht. Sind wir gerade ein bisschen lustig, oder was? Da hinten ist noch ein Hippo, wenn ich, oder zwei Hippos sogar, wenn ich das richtig sehe. Das kehrt die einfach nicht. Sehr interessant. Warte mal, das ist das, wo es hier reingeht, ne? Da und da zu unbekannte Sachen sind. Ich könnte halt von denen da hinten einen überbrücken. Sie ist schwach gegen Schock. Feuerkanistergräber, das ist eine neue Variante davon, oder? Säurekanistergräber. Zwei neue Ausführungen, dann let's go. Oh Gott.
Ja. Noch ein zweiter? Okay. Der andere müsste weiter vorne liegen. So. Nein. Drecksblume. Wofür dieser Schrein wohl ist. Na gut. Hey Leute, das sah interessant aus. Aha. Die behalten noch einen Außenposten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Mhm.